Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Tolvan. Und wir sind jetzt endlich am Untergeschoss des Turms angekommen und können uns jetzt unseren Weg vorwärts erkämpfen. Beziehungsweise als Tol sind wir viel mehr damit beschäftigt, uns durchzuschlachten. Weil im Gegensatz zu Yunica ist Tol ein ziemlich schneller Angreifer. Ziemlich schneller Kämpfer, der halt nicht ganz so viel Schaden macht mit seinen komischen Klingen da, mit seinen Handschuhklingen oder Faustklingen oder wie man es immer nennen möchte. Man merkt schon, er macht nicht so viel Schaden wie Yunica. Deswegen ist er auch gerade ein bisschen schwerer zu spielen. Und auch erst freizuschalten, nachdem er einmal mit Yunica oder Hugo durchgespielt hat. Aber man merkt schon, mit den schnellen Angriffen ist er in der Lage, Gegner gestunt zu halten. Und ja, da haben wir unseren ersten roten Gegner getötet. Der sorgt schon mal dafür, dass wir die Truhe hier zugänglich machen können. Und unseren ersten Panakea erhalten. Der gibt uns ja natürlich mehr Leben. So, 3 mehr Leben. Ist nicht schlecht. Schon mal ein halber Treffer von so einem Geschossding. Und Level Up, unser erstes. Sehr schön. Und da sind wieder so rote Viecher. Und ja, hier kriegen wir schon unseren ersten Gegenstand für unsere erste Spezialfähigkeit, sobald wir die hier losgeworden sind. Man merkt schon, die hauen ein bisschen mehr zu und halten noch ein bisschen mehr aus als ihre anderen Kameraden. So, und da haben wir den ersten Gegenstand. Ein heiliges Artefakt von Is gestohlen, oder? Ich sehe schon, der Altar absorbiert die, seine Kraft, um das Ritual zu unterstützen. Also die Göttinnen zu und die schwarze Perle zu finden, ist meine einzige wirkliche Priorität. Ich sehe keinen Schaden darin, wenn ich mir selber helfe und ein Artefakt oder zwei auf dem Weg mitnehme. So, und wir haben den Flabellum erhalten, also den Fächer. Ein Hauch von Kraft strömt aus dem Artefakt hervor. Und Tol hat den Godspeed-Skill erhalten. Ja. Den können wir jetzt benutzen, damit können wir so einen Dash machen. Der eigentlich nicht gerade viel bringt, muss ich ehrlich sagen. Wir machen zwar ein bisschen mehr wir machen eigentlich weniger Schaden beim Gegner, merke ich gerade. Der ist eigentlich wirklich nur gut zum Rumhopsen oder um schnell von dem Gegner wegzukommen oder ihm auszuweichen. Aber wirklich fürs richtige Kämpfen ist die Fähigkeit nicht so wirklich geeignet. So, dann lassen wir mal die Brücken hoch. Die ein bisschen anders angeordnet sind als bei Yunica. Yunica musste nur geradeaus rüberhupsen. Wir müssen ein bisschen anders springen. Hüpf, hüpf. Hier laden wir mal auf. So. Yunica durfte einfach von da drüben nach hier rüber hüpfen. Wir müssen das ein bisschen anders machen. So. Und das meinte ich mit, wir kommen schnell. Vorwärts zum Gegner. So. Durch die Gegner durch. Hinter dich. Das merkst du nicht mal. So. Als Tol müssen wir außerdem aufpassen, wir halten nicht so viel aus wie Yunica. Also wir stecken mehr Schaden ein. Edge Badge. So, dafür haben wir jetzt ein Level Up. Und eine Boost-Frucht, die uns nichts bringt, weil wir noch keinen Boost haben. Und hier... Was? Werden wir in die schicke Falle gesorgt. Und sind wohl ganz anders. Wo bin ich? Ah, ich sehe schon. Eine Teleporterfalle.
um Lichtdämonen zu verwirren. Sava musste die Intention haben, mich selber herausfinden zu lassen. Wenn ich das dämonische Element in mir stimulieren kann, müsste ich in der Lage sein, meine Form zu ändern. Hoffentlich ist das alles, was ich brauche, um durchzukommen. Jupp. Hier haben wir schon wieder eine Statue. Und hier können wir unser dämonisches Element verstärken. Also im Gegensatz zu Julika, die für Wunder gebetet hat, oder für den Segen, können wir das dämonische Element verstärken. Das machen wir erstmal mit unserer Rüstung, weil mehr SP haben wir dafür nicht. Und ja, man sieht schon, als Toll können wir mit 500.000 unsere Reichweite erhöhen, also ist ganz nützlich. So, hier oben brauchen wir wieder die Halbmondscheibe, wie bei Julika. Und dafür hauen wir uns mal ordentlich hier. Aua. Durch. Durch die Magier und die goldenen Dämonenritter, die etwas stärker sind als ihre schwarzen Verwandten. So. Auch noch weg. Und dann geht's hier hoch weiter. So. Und wieder ein Level Up. Jetzt dürften wir um einiges besser zuhauen können. Und müssen auch weniger einstecken. Die machen uns nur noch 4 Schaden, keine 7 mehr. Liegt unter anderem auch wahrscheinlich daran, dass wir unsere Rüstung verbessert haben. So. Und die muss auch noch weg. Heilpflanze ist immer schön. Und ja, Tulls Hauptvorteil ist einfach, dass er so schnell ist. Sein Hauptnachteil ist, dass er viel mehr einstecken muss, beziehungsweise so eine kurze Distanz hat. Also selbst seine Fähigkeiten hat er keinen Fernkampf. Julika hat ja später den Phönix gelernt, wenigstens. Und eine Roderfrucht. Ja, selbst als Foul dürfen wir Ros füttern. So. Den Magier noch aus dem Weg räumen. Da steht es sicher so viel im Weg. Nur noch weg. Und dann müssen wir hier lang weiter. Erstmal hier rum was, glaube ich. So. Oh, 3 von euch. Ja, ihr mit euren super tollen Crispies könnt mit gar nichts. Wir sind nämlich so langsam, dass ich den durch die durchdashen kann. Oh, einer von euch. Na, ja, mal kurz hier raus. Ich soll zu dem Magier den erledigen. Und dich erledigen. Jetzt taucht da so ein Trampolin-Ding auf. Und der soll bei euch loswerden. So. Und so, und jetzt können wir hier hochhüpfen. Und kriegen unseren ersten Emerald, also unseren ersten Smaragd. Ja, der Godspeed wurde verbessert. Jetzt können wir den auch aufladen. So, hier der Schalter für die Tür. Dann laden wir den Godspeed mal auf. Mal sehen, ob der irgendwas bringt, wenn er aufgeladen ist.
Ja, der macht schon ein bisschen Schaden, wenn er aufgeladen ist. Aber ich glaube, wenn wir einfach so draufhauen, sind wir besser dran. Way, wieder ein Level Up. So, noch Stuweg, Heilkraut einsammeln und dann geht's hier, glaube ich, zum ersten Mal raus aus dem Turm. Ja, genau, und wir sehen die total kaputte Gegend hier um Is herum. Und eine Truhe. Mit der Halbmondscheibe. Ja, genau, da ist unser Freund der Ruhe. Ich hätte niemals erwartet, einen Ruhe an diesem Ort zu sehen. Und diese Hörner. Es scheint so, als ob ihr in Dämonen verwandelt wurdet durch das giftige Gas draußen. Ja. Und Ruhe verstehen wir selbst als Toll nicht. Nur, dass er rumhüpft. Das ist niedlich. Ja, es tut mir leid, aber ich verstehe nicht, was du sagst. Eine verfluchte, heilige Bestie. Interessant. Wir sind wohl nicht so verschieden, du und ich. Und der Magen knurrt. Ich denke, du hast Hunger, hm? Ja. Ich verstehe es. Hunger ist eine Sprache, die wir alle sprechen. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe doch eine Ruderfrucht aufgesammelt. Und ja, wir geben die Ruderfrucht an den Roh, denn wir sind mit. Hm, wenn das nicht ein Stück Kleria-Erz ist. Und wusch. Tolls Klauen wurden verstärkt. Kleria ist wirklich ein faszinierendes Metall. Ich kann spüren, wie seine Energie durch meine Klauen fährt. Trotzdem bin ich da überrascht darüber, dass eine heilige Bestie ihre Fähigkeiten erhalten hat, damit zu arbeiten. Selbst nach allem, was passiert ist. Ich denke, sie haben es noch schwieriger durchzuhalten als ich. Hm. Oh, er beachte mich nicht. Es ist ein wundervolles Geschenk. Und es wird sich als sehr nützlich erweisen. Danke dir. Ja. Und den verstehen wir leider immer noch nicht. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg zurück zu der Speicherstatue. Wir können uns natürlich auch einfach hinkaufen, aber mit den neuen Klauen nutzen wir auch ein bisschen SP und Erfahrung sammeln dürfen. Wenn wir uns hier kurz durchhauen. So. Hier oben lang. Und ja, man merkt schon, selbst mit den verstärkten Klauen machen wir einiges mehr Schaden. Mehr als 50% mehr. Und können die Gegner viel leichter zerlegen. So. Jetzt auch noch deinen Senf ab. Und ja, sowieso. Oh, selbst das macht mittlerweile ordentlich Schaden. So. Dann ihr noch weg. Komm, du darfst auch noch. Dann gehen wir kurz hoch die Mondscheibe einlegen.
Dadurch geht ja hier genau das hier auf. Und ich kann hier speichern mal wieder. Und wir haben schon Level 5 erreicht. Sehr schön. An dieser Stelle mache ich aber erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.